Hallo zusammen, heute geht's um Ladebooster und Lithiumbatterien. Oh, die muss ich noch drehen hier, das wäre dann so auf der Seite. Wir haben eine neue Vertretung für Lithiumbatterien und zwar von der Saftkiste. Ist die deutsche Batterieschmiede .gmbH oder ohne Punkt. Ich habe schon ein Video gemacht, das verlinke ich euch in der Endcard. Aber wenn ihr eine Bleibatterie als Starterbatterie habt, ihr habt einen Euro 6 Motor und ihr habt im Aufbau oder auch einen Doktor, einen Tierarzt, der eine zweite Batterie im Kofferraum hat für die Kühlbox, für den Samenauftauer und was sonst so ist, dann braucht ihr einen Ladebus. Wir haben bis jetzt Ladebooster verwendet von der Firma Eich, alles von der Firma WCS. Vielleicht habt ihr das schon gehört. Aber ich habe zum Beispiel den gleichen Ladebooster von der Firma Wemo oder den gleichen Ladebooster von EN System. Der Unterschied ist, das sind alles die gleichen Ladebooster. Kleber ist ein bisschen anders, oder die Modellbezeichnung. Tut sich alles nicht viel. Wir haben zu diesem Ladebooster eine Temperatursonde. Warum habe ich eine Temperatursonde? Ursprünglich wurden die Ladebooster mal gebaut für Bleibatterien. Und wenn ich eine Bleibatterie hochlade, dann muss ich die Temperatur der Bleibatterie überwachen. Und zwar, sobald ich einen Zellenschluss habe auf der Bleibatterie, dann merkt das die Bleibatterie. Ich habe bei der Bleibatterie 6 Zellen, ab 2 Volt gibt 12 Volt. Wenn ich einen Zellenschluss habe, habe ich nur noch 5 Zellen oder 5 aktive Zellen. 5 mal 2 Volt gibt 10 Volt. Schlussendlich ist der Ladebooster ja nur ein Ladegerät, wenigstens aus Sicht der zu ladenden Batterie. Wenn ich eine Bleibatterie habe, die eben nur 10 Volt hat, dann sagt der Ladebooster, die ist leer, die müssen wir laden. Und wenn ihr dann diese Batterie lädt, wird die überladen, die wird warm und aus diesem Grund ist der Temperatursensor zum Abschalten der Ladung. Jedes vernünftige, bessere Ladegerät hat das auch. Bei der Lithiumbatterie habe ich ein Batteriemanagementsystem drin. Ob das die kleine ist, hier 100 Ampere für 600 Franken, oder die 300 Untersitzbatterie von Saftkiste für 3700 Franken. Jede hat ein Batteriemanagement drin. Jede hat zwei Batteriesensoren drin, die die Zellentemperaturen messen. Jede Zelle wird einzeln gemessen mit der Spannung. Sobald ich da eine zu hohe Abweichung habe oder eine Überschreitung der Temperatur, schaltet das BMS die Batterie vom Laden aus. Also das heißt, dieser schaltet sowieso aus. Wenn ich die dran mache, dann schadet das nicht. Das ist jetzt ein 30 Ampere Ladebooster. Und zwar nicht den Strom 30 Ampere, was in die Zusatzbatterie geht, sondern was von der Starterbatterie reinkommt. Weil ich ja heute diese Euro 6 Motoren habe mit einer intelligenten Kennlinie. Beim Bremsen geht die Spannung hoch, beim Runterfahren. Und wenn ich irgendwo hochfahre, dann geht die Spannung nach unten, das heißt, ich habe eigentlich keine Ladung mehr in die Batterie, wenn ich die direkt parallel schalte mit dem Trennrolle. Das heißt, um optimal zu laden, brauche ich einen Ladebooster. Der lädt jetzt mit 30 Ampere geht rein, weil ich ja mit der Spannung hochgehe, gehe ich ja, hat noch ein bisschen Verlustleistung, mit 25 Ampere lade ich diese Batterien. Das heißt, wenn ich hier die 100 Ampere theoretisch von 0 hochladen will, muss ich dann 4 Stunden unterwegs sein. Dann ist diese Batterie vollgeladen.
Bei der 300 Ampere Batterie brauche ich logischerweise nicht 4 Stunden, sondern 12 Stunden, dass ich das mit dem hier voll kriege. Ja gut, jetzt sage ich hier, wenn ich so einen 300 AH-Block unten drin habe, unterm Fahrersitz oder Beifahrersitz, meistens Beifahrersitz, ja, 12 Stunden, wo fahre ich in 12 Stunden? Da muss ich nach Spanien oder sonst irgendwo hinfahren. Das fahre ich eigentlich nicht. Ich habe ja dann auch noch die Verbraucher, die weglaufen während der Fahrt, ob das ein Absorberkühlschrank ist, der mittlerweile 20 Ampere zieht. Da habe ich nur noch eine Ladung von 10 Ampere bei solch einem Ladebooster. Ja, dann lädt das nur noch mit 10 Ampere in die Batterie rein, da brauche ich 30 Stunden zum Fahren. Also, ist schön, wenn ihr so weit fährt, aber ist eigentlich nicht realistisch. Ich brauche ein stärkeres Ladegerät. Und wenn ich jetzt wieder bei WCS bin, WCS, der große Ladebooster, der donnert mit 70 Ampere in die Batterie rein. Das ist für die Batterie alle hier überhaupt kein Problem. Die nehmen den Strom auf, das Batteriemanagement schaltet ab, sobald zu viel ist, aber eigentlich kein Problem. Nur, wenn ihr 70 Ampere in die Ladebatterie reindonnert, dann kommen 80 Ampere aus der Starterbatterie. Beziehungsweise die Starterbatterie sagt, nee, kann ich nicht, nimmt den Strom aus der Lichtmaschine. Und wenn ihr 80 Ampere aus der Lichtmaschine zieht, dann haben wir das Problem, dass die Lichtmaschine sich irgendwann abbraucht. Das heißt, Testing am ehesten an die Lichtmaschine. 30 Ampere ist kein Problem, aber bei großen Ladeboostern immer die Lichtmaschine überwachen. Das Thema haben wir auch am Boden. Ihr wisst, ein Auto, das ist unten offen, da hat noch ein bisschen Torzug, außer steht im Stau. Aber bei einem Bootsmotor, da ist die Lichtmaschine im Maschinenraum, da ist weder ein Luftzug noch ein Fahrtwind noch sonst irgendwas. Da ist dann die Gefahr wirklich, wenn ihr eine Lithiumbatterie habt, dass ihr die abbraucht. Hier immer ein Ladebooster dazwischen. Weil der Ladebooster gibt nicht nur 25 Ampere raus, zieht 30 Ampere rein, 25 Ampere raus, sondern eben, er begrenzt auch die Ladung. Und er begrenzt natürlich auch den Strom, den ich aus der Lichtmaschine reinkriege. Oder eben Überwachung mit der Temperatursonde hier irgendwo an der Schraube, an die Lichtmaschine hin, dass wenn die Lichtmaschine zu warm ist, bei 70 Grad, dass die dann wirklich ausgeht und entlastet wird beim Laden. Ja, diese Ladebooster von WCS, da haben wir noch ein paar. Die Wemo-Ladebooster haben wir auch ein paar. Ich schreibe euch unten den Link vom Ladebooster, was das ist. Und dann seht ihr, was das Teil kostet. Oder schreibt es direkt unten in den Beschrieb. Oder den von EN-System ist im Prinzip der gleiche Ladebooster. Ich habe hier schon mal ein Video gemacht über den Ladebooster. Hier unten mache ich euch ein Video über meine neuen Batterien. Also meine nicht, das sind die von Saftkiste. Wir haben jetzt einfach die in der Schweiz. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.